Sie kann austeilen, einstecken und in Boxerkreisen heißt sie nur. Boxweltmeisterin ist sie und das möchte Daisy Lang auch bleiben. Ein hartes Stück Arbeit. Ende September muss sie ihren Titel verteidigen und bis dahin sind es noch einige Kilometer zu laufen. Doch sie tut's gern, denn Boxen ist mehr als nur ein Job. Boxen ist zuerst Hobby und danach Beruf. Das ist mein Essen, meine Bedürfnis. Ich bin hungrig, nach dem Training bin ich satt und dann ich schlafe schon. Das ehrwürdige Boxgym Wilfried Weiser in Düsseldorf. Hier, wo schon Sir Henry Maske boxte, trainiert auch die Lady. 6 Tage die Woche, manchmal sogar 2-mal täglich. Das ist eine Halle, die eine Geschichte ist. Hier riecht nach Boxen. Und die Halle ist schon 30 Jahre alt. Und alle großen Boxer in Deutschland sind hier geboren. Und natürlich, ich bin sehr stolz, ich bin die erste Frau, die Weltmeisterin ist und ich bin auch hier geboren. Mit 8 Jahren begann die Kampfsportkarriere von Daisy Suava Kirova, wie sie eigentlich heißt. Bevor die gebürtige Bulgarin zum Boxen kam, sammelte sie WM-Titel im Karate und im Kickboxen. Als brutale Blondine will sie trotzdem nicht gelten. Brutal ist nicht das richtige Wort. Man muss Kämpfer sein, muss an Gewinnen zu denken oder symbolisch gesagt, man muss diese Killer-Instinkt zu haben, sonst geht nicht. Ich möchte nicht meine Gegnerin küssen, ich möchte gewinnen und natürlich danach küssen. Das ist Daisy außerhalb des Rings. Die 29-Jährige hat eine Schwäche für ausgiebiges Shopping und bei Klamotten gibt es für sie nur eine Farbe, Rot. Daisy bastelt schon eifrig an der Karriere nach der Karriere. Beim Fotoshooting mit ihren Reizen zu geizen, ist ihre Sache nicht. Ein Actionstar will sie werden, stand schon mit Jean-Claude Van Damme vor der Kamera. Jetzt ist sie wieder zu einem Casting eingeladen. Im Herbst wird die Rolle des nächsten Bond-Girls vergeben. Ihre Chancen stehen nicht schlecht. Für die Kampfszenen braucht sie kein Double. Wenn das klappt, würde ich die glücklichste Mensch. Wenn das nicht klappt, dann das Leben läuft weiter. Und sie hat noch einen Traum für die Zukunft. Ein Tag, ich möchte Kinder haben. Darum sind Frauen geboren, Kinder zu haben. Aber man muss richtig reif fühlen, Familie zu haben. Und ich finde, dass jetzt im Moment ist noch so früh für mich. Das Klischee Boxerinnen seien tumbe Schlägerinnen bedient die studierte Physiotherapeutin nicht. Und trotz aller Box-WM-Titel und den Actionfilm-Ambitionen, zuallererst fühlt sich Daisy immer noch als Frau. Und behandeln. Boxweltmeisterin Daisy Lang einmal ganz anders. Die Kurven verpackt in sexy Dessous, endlos lange Beine, ein verführerisches Lächeln. Für einen Klamottenhersteller tauschte die Sportlerin jetzt die Boxhandschuhe gegen diese heiße Wäsche. Aber ihre Gegnerinnen sollten trotzdem schon in Deckung gehen. Am 15. November wird die Frau mit den flinken Fäusten wieder in den Ring steigen und das tun, was sie am besten kann, austeilen. Gratul